nach einem zweiten Aufstieg über die Skipisten von Oberwiesenthal sind wir dann bald beim Auto angekommen und zuletzt, da war noch ein schöner Blick auf tschechische Seite. Da waren wir am Morgen hochgelaufen. Eine Zwei-Tages-Skitour. Übernachtung in Horní Platna in Tschechien, unweit von Johanngeorgenstadt. Dort ist nicht klassisch maschinell gespurt. Es sind eher Skiwanderwege, die man dort vorfindet. Und bisweilen sind wir auch einfach auf der Straße gegangen. Da war es schön schnell vorwärts kommen. Denn da oben spielt sich kein Verkehr ab. In Rysovnu, dem früheren Seifen, zwei, drei Häuser. Wir kommen in die Nähe von Božidar bei unserer Langlauftour und da ist natürlich schon viel für die Skilangläufer super aufbereitet. Einkehren heißt es hier. Brotzeit. Am zweiten Tag haben wir dann eine Zwei-Gipfel-Tour auf Langlaufski unternommen. Ausgangspunkt war Bahnhof Oberwiesenthal. Wir sind dann über eine super gespurte Loipe zum Klinovec-Talstation gelaufen, haben uns mit dem Lift hochbringen lassen und sind dann von Klinovec-Keilberg rübergelaufen über die Grenze Tschechien-Deutschland rübergelaufen zum Fichtelberg und von dort aus haben wir die Abfahrt genommen, die Skiabfahrt runter nach Oberwiesenthal, kleiner Aufstieg und zu guter Letzt waren wir wieder am Bahnhof in Oberwiesenthal am Abend. Ein Blick auf Oberwiesenthal mit dem Fichtelberg im Hintergrund. Zunächst sind wir dem Klinovec, dem auf tschechischer Seite, entgegengelaufen, dem Keilberg entgegen. Souvenirfoto.
mit dem Fichtelberg im Hintergrund. Super Pisten gibt es hier am Fichtelberg. Schwarze, rote, blaue. Interessant als alpines Skigelände. Wir haben uns da mit den Langlaufskiern hochbringen lassen. Das verlassene Gebäude auf dem Klinowetz, dem Keilberg. Weiter ging's nach der Brotzeit vom Klinowetz rüber nach Boschidar in einer rasanten Langlaufspur, ca. 5 Kilometer. Die Ansichtskarte zeigt Boschidar, Gottesgab, mit dem Klinowetz, dem Keilberg. Hier ein Überblick über das Skigelände von Boschidar. Rechts unten befindet sich Jochimsthal Jachimov und oben der Fichtelberg. Circa 5 Kilometer von Boschidar hinauf auf den Fichtelberg. Und bald waren wir dann auf den schönen Läuben gegangen und rauf zum Fichtelberg. Blick rüber zum Keilberg, zum Klinowetz. Da wird übrigens eine Verbindungsseilbahn gebaut über mehrere Kilometer. Spektakulär, was man da anstellen will. Und runter ging's auf unseren Langlaufskiern. Die Abfahrt vom Fichtelberg nach Oberwiesenthal. Vorbei an Jens Weißflogs Schanzen. Bei unserer Heimfahrt nach Tschechien rein zu unserem Quartier in Honiplatna nochmal kurz Station über den Dächern von Boschidar. Und da war gerade die Sonne untergegangen. Ein Blick Richtung Westen, Richtung Erzgebirge, Richtung Johanngeorgenstadt.